Hallo zusammen, dies ist es das erste von insgesamt drei Videos zum Thema Selbstständigkeit bzw. sich selbstständig machen. Ich werde versuchen, alle drei Videos zeitgleich online zu bringen. Drei Videos halt deshalb, weil ich gesagt habe, in einem, das wird wirklich extrem lang, weil es doch ein umfangreiches Thema ist. Und daher drei Videos. In diesem ersten Video wird es darum gehen, in welchen Bereichen habe ich mir denn die Selbstständigkeit aufgebaut, beziehungsweise aus welchen selbstständigen Tätigkeiten generiere ich meine Einkünfte? Ich persönlich habe nämlich so gesehen drei Säulen mit Untersäulen, nenne ich es immer so schön. Und da möchte ich euch in diesem Video einfach mal erzählen, was mache ich da genau, wie bin ich da auch so ein bisschen rangekommen, beziehungsweise eben, was sind auch Voraussetzungen, dass man das machen kann, für wen wäre sowas etwas. So, und darum geht es jetzt in diesem Video. Das zweite Video wird sich mit dem Thema Network Marketing beschäftigen, weil das auch einer meiner Einkunftsquellen ist. Und da möchte ich einfach mal ein Video machen, wo ich wirklich mal sehr ehrlich und schonungslos, sage ich jetzt mal, über Network Marketing sprechen möchte und nicht mit dieser rosaroten Brille, wie sie manche als Werbepostings nehmen. Wenn ich so auf Network aufmerksam geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch verschreckt wie viele andere. Aber es ist nicht alles so rosa-rot, wie manche es gerne in der Werbung hinstellen wollen, um neue Partner zu generieren. Es ist aber auch nicht alles so dramatisch, wie es manche hinstellen möchten. Und da wird es das zweite Video dann auch da eine Art Real Talk dann geben, wo ich da ein bisschen näher drauf eingehe. Und das dritte Video wird sich dann so ein bisschen mit den Vor- und Nachteilen des Selbstständigseins ganz allgemein befassen. Da wird es noch um so Themen gehen wie, was muss ich denn überhaupt beachten? Wie ist das mit Gewerbeanmeldung und, und. Ja, und von daher, wenn also jetzt jemand dieses Video hier sieht, das erste und sagt, genau mein Thema, weil eigentlich würde ich gerne mich irgendwie selbstständig machen oder zumindest aus selbstständigen Einkünften noch ein bisschen Nebenerwerb generieren oder so, dann seid ihr vielleicht jetzt genau richtig und könnt vielleicht aus diesem Video ein paar Ideen ziehen, in welche Richtung ihr denn gehen könntet. Ja, aber jetzt genug des Vorgeplänkers quasi. Jetzt fange ich einfach mal an und zwar mit meinen drei Säulen und deren Untersäulen. Ja, dann fange ich erstmal an und nenne einfach mal die drei Säulen, die ich habe, um dann später oder danach ein bisschen genauer darauf einzugehen. Einfach, um für euch so ein bisschen zu beschreiben, was kommt da eigentlich gleich, bevor ich jetzt mit der ersten total lange erkläre und die nächste und so und ihr gar nicht, und da überhaupt nichts bei ist, was auch nur ansatzweise für euch vielleicht interessant wäre, dann wäre es ja verschwendete Zeit, wenn ihr dann guckt und denkt, oh, vielleicht kommt da noch was, was mich interessiert. Deshalb jetzt erstmal grob zusammengefasst, welche Sachen ich mache und dann gehe ich ins Detail und das mache ich auch in der gleichen Reihenfolge, in der ich es jetzt erzähle. Dann könnt ihr es entweder entsprechend scrollen oder wie auch immer oder durchlaufen lassen, weil ihr sagt, ach, klingt alles irgendwie interessant, höre ich mal rein, was das ist. So. Und zwar ist es zum einen etwas, das ich mit meinem Mann gemeinsam betreibe, nebenher, beziehungsweise ich investiere da relativ viel Zeit mit drin, weil ich den ganzen Social Media Bereich dort auch mache, inklusive einem YouTube-Kanal dazu. Und zwar betreiben wir seit 2019 eine mobile Reisevermittlung als selbstständige mobile Reisevermittler. Das Ganze unter dem Dach von TMG, der Reisejoker quasi, oder das ist halt die Firma, wo wir quasi selbstständige Partner sind. Das ist total toll für uns, weil das ja eben auch unsere Leidenschaft widerspiegelt, und zwar von meinem Mann und mir gleichermaßen. Wie wir das so machen, was man da machen muss und wer das machen kann, wie gesagt, das kommt dann gleich als erstes. So, dann ist es so, dass ich eben auch im Network Marketing an sich, im klassischen Network Marketing Bereich tätig bin. Da bin ich damals sehr zufällig rangekommen. Das war auch mit so das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Selbstständigkeit angestrebt habe. Und das ist bei mir der Bereich Nahrungsergänzungsmittel bei Natura Vitalis als selbstständige Beraterin, Vertriebspartnerin, wie auch immer ihr das nennen möchtet, Teampartnerin sagen wir dazu. Das mache ich also da und dann eben ganz vieles, was ich im Bereich Internet mache, vorwiegend Texte schreiben. Ja, man kann auch, wenn man überhaupt nicht ausgebildet ist in dem Bereich oder irgendwas mit Journalismus oder sonstiges gemacht hat, mit Texte schreiben Geld verdienen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das war das, was ich damals auch eigentlich so im Kopf hatte, als ich gesagt habe, ich will was Eigenes machen, weil ich immer so einen Spaß daran auch hatte. So, und das, da habe ich was gefunden und da sind aber auch so Untersäulen quasi noch, dass ich da auch noch so Sachen mache wie
verschiedene Portalen, wo man diese klassischen Umfragen machen kann. Dann aber auch noch etwas, wo es so Sachen gibt, wo man mal verschiedene Tonaufnahmen machen muss. Zum Beispiel da was mit, habe ich mal ein Projekt gemacht, da ging es um diese Sätze mit Hey Siri und sowas. So, also alle möglichen Sachen, die man im Internet mittlerweile machen kann und wo man auch als Quereinsteiger und einfach so zwischendurch mal Umsatz generieren kann. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen mich mit dem Thema Affiliate-Marketing befasst, mache da gerade so einen kleinen Online-Kurs, den ich mir da gegönnt habe, der war auch nicht teuer und den kann ich auch gut gebrauchen, weil wir natürlich in diesem Reisebusiness auch noch so ein paar Partnerschaften haben, wo es auch so ein bisschen in die Richtung geht, wo wir also entsprechende Links mit den Firmen haben und von daher finde ich das ganz spannend und ich finde Weiterbilden und sich mal informieren sowieso generell interessant. So, aber das zum Beispiel gehört da eben auch noch mit rein, also als dritter Bereich wirklich was alles, was man so im Internet machen kann, wo es da Geldeinnahmemöglichkeiten gibt und da bin ich auch immer ganz offen und wenn ich was Neues sehe, probiere ich es gerne mal aus und überlege dann, okay, ist das was, was ich mit aufnehme, wenn ich zwischenzeitlich da beschäftigt bin oder eben auch nicht. So, das also grob zusammengefasst, das sind die Sachen, die wir machen und jetzt gehe ich da ins Detail und fange, wie gesagt, mit der Reisevermittlung an. Ja, also wir haben das 2019 dann entdeckt quasi, dass es da eine Möglichkeit gibt, weil wir haben einfach immer schon oder schon sehr lange halt gerne über Reisen geredet. Wir haben, wenn wir mit Freunden verreist sind oder so, hieß es immer, oh macht ihr mal und oh wie und was und wo, gerade mit Kreuzfahrten oder so, ihr habt da so viel Ahnung, ihr macht das ja, ihr habt da, guckt da so viele Vlogs und dies und jenes. So, haben wir immer gerne gemacht und haben gesagt, naja, wäre das nicht was, was man vielleicht auch mal ausbauen könnte? So, und dann sind wir darauf aufmerksam geworden und es ist wirklich so, auch Quereinsteiger können da problemlos starten. Wichtig ist zu wissen, wir mussten zum Beispiel eine spezielle Schulung dann noch machen. Wenn ihr irgendwie aus dem Bereich kommt und ausgebildet in dem Bereich seid, fällt die weg, dann braucht ihr die nicht extra zu machen. So. Dann gibt es natürlich noch andere Schulungen, die man da machen kann, aber teilweise eben nicht Voraussetzungen sind. Wir haben einiges mitgemacht 2019. Wir wollten natürlich vieles erstmal aufsaugen, bevor wir starten. Und wollten 2020 eigentlich so richtig loslegen mit erste Messebesuche hier und so weiter. Jeder weiß es, es kam dann Corona. Wir haben aber trotzdem nicht aufgehört, sondern wir haben dann einfach so weitergemacht, haben die Zeit genutzt mit vielen Webinaren, Weiterbildung, Social Media ein bisschen aufbauen und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es ja auch, wird es auch wieder besser und wir verkaufen jetzt auch Reisen und es läuft wieder an oder es läuft überhaupt an für uns in dem Sinne, weil, wie gesagt, wir sind ja in die Phase gekommen. Ja, also wie gesagt, wir haben es da gesehen, wir haben dann die nette Dame angeschrieben, die uns jetzt auch weiter betreut und so weiter. Das ist die Moni, eine ganz, ganz tolle Frau, die wirklich in dem Bereich top ist. Die ist seit mittlerweile über 30 Jahren in dem Business, ist entsprechend dem auch ausgebildet. Sie selber hat ein ganz tolles, süßes Reisebüro, richtig schön eingerichtet, so mit so alten Koffern, die da als Deko stehen, also diese alten Reisekoffer, wie man es kennt. Also ganz, ganz toll, als wir da zur Schulung waren, waren wir sehr begeistert, auch von der ganzen Art. So, und wir hatten da echt Glück, also das ist halt unsere, in Anführungsstrichen, Linie dann halt, die uns dann auch betreut, weil wir eben auf ihre Anzeigen, auf ihre Sachen hin das Ganze uns mal angeguckt haben und dann natürlich auch bei ihr in Anführungsstrichen den Beratervertrag unterschrieben haben, beziehungsweise alles in die Wege haben leiten lassen. Ja, also wie gesagt, das kann prinzipiell jeder machen, besonders wenn ihr eh total begeistert von Reisen seid. Ihr könnt euch da entweder spezialisieren. Wir haben ja den Fokus sehr auf Kreuzfahrten gelegt, machen aber auch andere Sachen, haben auch schon andere Städtetrips jetzt vermittelt und so weiter und so fort. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet dann. Ne? Ihr habt dort aber wirklich alles zur Verfügung, was ein Reisebüro im Prinzip auch hat. Es gibt diese Programme dazu. Ihr könntet mit 0 Euro Investitionen starten oder könnt 0 Euro investieren. Dann ist es natürlich so, dass ihr das alles nicht für euch selber zu Hause zur Verfügung habt. Dann geht vieles auch über eure Betreuung. Wir haben aber gesagt, wir möchten das doch so machen, dass wir schon investieren. Das Ganze alle 3 Monate ca. 300 Euro kostet. Dafür haben wir aber alle Programme, also die wichtigsten Programme, die man so auch im Reisebüro hat. Die hat mein Mann jetzt alle auf dem Laptop, weil er ist da für die Buchung und so weiter zuständig. Und ich bin eben vorwiegend die Kreuzfahrtberatung mache ich bei Kunden, auch über Zoom und so weiter. Ich mache unsere Social-Media-Sachen inklusive einem YouTube-Kanal. Da bin ich vorwiegend zu sehen, weil mein Mann jetzt nicht so unbedingt der Kauer-Typ ist und auch nicht die Zeit dafür hat, weil er eben nicht von zu Hause arbeitet.
Das haben wir also so aufgeteilt. Und wie gesagt, wir haben das alles hier. Wir haben eine Website, wo die ist direkt von TMG, aber auf uns personalisiert, wo die Kunden auch einfach, oder wenn wir den Link posten, wo die ganz normal Reisen vergleichen, Preise vergleichen können, wie man das auf anderen Portalen auch kennt. Und wenn da einer eine Reise über uns bucht oder über diese Seite dann fix bucht, geht das an uns, dann müssen wir die auch hier erfassen oder mein Mann dann. Und dann läuft die Provision natürlich auch zu unseren Gunsten. So, da kann man also wirklich sich Veranstalter, ich glaube mittlerweile, wir haben da über 300 Möglichkeiten oder so. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, dass wir gebunden sind an TUI oder der Tour oder so. Nein, wir sind da ganz unabhängig und das ist eine wirklich schöne Sache. Und in dem Zuge haben wir natürlich auch so ein bisschen was mit Get Your Guide zum Beispiel oder so gemacht. Da kann man sich dann ja auch die Partnerlinks holen und kann dann, wenn man dann Ausflüge dort bucht oder ein Kunde das bucht, dann kriegt man entsprechend auch eine Provision. Ja, und das ist also was, das macht uns mega Spaß. Und selbst in der Zeit, als Corona dann war, haben wir gesagt, ja, ist zwar dumm, aber wir haben so viele Möglichkeiten. Und da war es auch ganz toll, weil der Chef hat dann auch eine Zeit lang das Ganze storniert, dass wir also diese Kosten dort gar nicht, diese Systemkosten für die ganzen Programme dann eine Zeit lang nicht zahlen mussten. Und von daher haben wir gesagt, das halten wir jetzt durch und haben das auch nie bereut. Ganz im Gegenteil, jetzt, wo das langsam alles Form annimmt, macht das richtig Spaß und da wollen wir auch auf jeden Fall noch vieles machen. Ja, das also, falls jemand da draußen auch so reisebegeistert ist, vielleicht auch selber in dem Bereich gelernt hat und immer gesagt hat, ich will mich so selbstständig machen, aber ich will kein eigenes Büro oder irgendwas, das kostet alles, so, ich will keine Verträge irgendwie eingehen oder was, wo ich dann jahrelang festhänge oder so. Für den ist das vielleicht was. Ich werde euch unten einfach mal in die Infobox den Link packen, wo ihr die entsprechenden Infos nochmal zusammengefasst so ein bisschen bekommt, welche Möglichkeiten es da gibt und so weiter und so fort. Falls da jemand also das Ganze mal genauer sehen will, kann er das da nachlesen, sonst auch gerne uns kontaktieren, kein Problem. Ja, das also zu der Sache, die ich mit meinem Mann zusammen mache. Dann ist es eben so, wie gesagt, mache ich das klassische Network Marketing, bin also Teampartnerin bei Natura Vitalis, unabhängige, selbstständige Teampartnerin. Da bin ich damals eigentlich über Umwege zugekommen und eher per Zufall generell in diesem Bereich. Eigentlich war ich ein Mensch, der immer gesagt hat, Nahrungsergänzungsmittel brauche ich nicht, bin ich nicht offen für, halte ich nichts von, bringt mir nichts, weil wer meinen Kanal kennt oder mich auch ein bisschen mehr verfolgt hat schon mal, weiß auch, ich habe immer versucht, so ein bisschen ich habe vor über 20 Jahren meine Ernährung komplett umgestellt, bin von 98 Kilo relativ weit geschrumpft, zum Glück, und habe aber natürlich über die Jahre immer den Kilokampf. Also es ist natürlich bei mir so, es kann schnell wieder raufgehen, man kann schnell wieder in alte Muster verfallen. Und dann bin ich immer am Aufpassen und mir ist es auch mal wichtig, dass ich viel Gemüse, Obst und so weiter einbaue, um relativ gut versorgt zu sein. So, und dann war es eben so in der Phase, wo das auch für Arbeit so ganz schlimm wurde und wo ich dann wieder einen Rückfall in Depressionen bekommen habe. Da ist es völlig aus dem Ruder gelaufen und ich bin einfach dann nicht mehr so konsequent gewesen. Ich habe mich nicht mehr so gesund ernährt, ich habe nicht mehr viel auf meinen Körper geachtet, sondern habe einfach nur noch funktioniert. Und als ich mich dann entschlossen habe, raus aus diesem Betrieb und was ganz Eigenes und so weiter, habe ich gesagt, naja, aber ich muss ja auch erstmal wieder selber auf die Beine kommen. Und habe dann für mich gesagt, ich versuche diesen Weg wieder einzuschlagen und wieder in die Spur zu kommen. Und bin jetzt auch mal offen und versuche dann das Ganze ein bisschen zu unterstützen, eben mit Nahrungsergänzungsmitteln. Dafür sind sie da. Sie sind keine Wundermittel, sind sie heute noch nicht, sehe ich immer noch so. Aber sie können sehr gut teils unterstützen. Und dann hat sich eine damalige Freundin bei mir gemeldet und gesagt, du, vielleicht kann meine Mama dir da was helfen. So. Dann habe ich mich mit ihr getroffen und sie war also Beraterin bei damals Life Plus und hat mir dann was empfohlen, hat auch gesagt, das hätte ich 4 Wochen testen können, wenn mir das nicht zusagt, hätte ich es entweder sogar dorthin zurückschicken können oder sie hat gesagt, ich benutze so ziemlich alles, irgendwo was oder lass mal andere probieren davon und so, wenn jemand bei mir kommt und lass das mal testen. Wenn du es nicht brauchst, dann gibst du es mir wieder und kriegst von mir das Geld wieder. So. Also habe ich gesagt, oh, prima, nichts zu verlieren, ausprobiert, nach einer Zeit gemerkt, passt alles wunderbar mit so, wie ich es mir vorgestellt habe und war relativ begeistert. So, und habe das dann auch bei ihr und war dann so richtig am Sprudeln davon, zu sagen, ja Mann, und ich habe das so lange, ich wollte das nie und ne, so. Da sagt sie, wenn du so begeistert bist, du suchst doch eh was Neues, du willst doch eh sich selbstständig machen, hast du nicht Lust, Beraterin zu werden? Ja, und dann habe ich das gemacht und das war auch alles soweit ganz toll, bis es dann leider in dieser Struktur und auch mit der Dame
einfach persönliche Probleme gab. Und ja, und dann habe ich mich halt umgesehen und auch mit anderen Network-Kollegen, mit denen man so ja, über Facebook Kontakt hatte, die halt von anderen Firmen kommen, habe ich einfach mal so geguckt, was machen die denn, wo sind die denn, was haben die für Produkte. Ja, dann bin ich bei Natura Vitalis gelandet, weil ich vor allem auch die CBD-Sache sehr spannend fand. Das hatten wir damals bei Life Plus nicht. Ob es das mittlerweile gibt, weiß ich gar nicht. Aber das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich einfach die Dame, die ich schon aus der Timeline kannte oder aus meiner Freundesliste kannte, mal angeschrieben. Und dann haben wir telefoniert. Hat alles wunderbar gepasst. Ja, und dann bin ich quasi in Anführungsstrichen gewechselt. 2018 bin heute noch bei Natura Vitalis, da sehr glücklich und zufrieden. Aber das Network Marketing hat halt auch seine Schattenseiten. Das kommt ja dann in dem Extra-Video, wie ich schon eingangs gesagt habe. Ja, aber da bin ich, das ist also dann das Standbein und das kann wirklich jeder machen, der dazu Lust hat. Man hat da auch einen eigenen Webshop. Man bezahlt da jährlich einmal etwas um die 70 Euro für diesen Webshop. So, dafür hat man aber auch nichts damit zu tun. Wenn da Kunden bestellen, die kriegen die Rechnung, die kriegen die Ware, alles von Natura Vitalis. Ich sitze dann manchmal da und habe dann eine Mail, wo dann steht, es hat sich ein neuer Kunde registriert und bestellt. Kenne ich gar nicht. So, vielleicht, weil ich habe natürlich, ich habe Werbung auf dem Auto, hinten Aufkleber mit der Website-Adresse. Klar, ich habe eine Facebook-Seite, Instagram, was man so hat. So, und wenn dann einer da eben sagt, oh, gefällt mir, bestellt da, habe ich nichts mit zu tun. Ich kann jeden Monat, kriege ich meine Abrechnung, die kann ich mir runterladen, die ist fürs Finanzamt da. So, ich brauche den Shop nicht pflegen, ich brauche keine Wartungsarbeiten machen, nichts. Dafür bezahle ich halt einmalig im Jahr diese 79 Euro. Und ich bin damals, 79 sind es nicht, 72, irgendwie 69 und plus dann Mehrwertsteuer. Ich habe jetzt gerade erst wieder die Rechnung bekommen, weil ich im September damals gestartet bin. So, das ist alles, was ich da investiere im Jahr an laufenden Kosten für das Unternehmen oder für dieses Business. Ich musste auch keinen Eigenumsatz tätigen. Also bei manchen Firmen ist es so, muss man das. Bei Life Plus musste man das auch, sonst hätte man keine Provision bekommen, selbst wenn ein Kunde was bestellt hätte. Man musste einen gewissen Eigenumsatz haben. Das brauche ich nicht. Ich habe ihn zwar meistens, aber wenn ich mir zum Beispiel mal irgendwelche Angebote auf Vorrat bestelle von den Produkten, die ich persönlich regelmäßig nehme und ich mal 2-3 Monate nichts selber brauche und ein Kunde bestellt dann aber was oder jemand registriert sich neu im Shop, dann kriege ich trotzdem die Provision. Und das ist auch nicht an irgendeiner Mindestgrenze oder sowas gekoppelt, sondern wenn da einer, wenn ein Monat mal nur einer was bestellt und es wäre eine Provision von 5,50 Euro, dann bekomme ich die auch auf mein Konto überwiesen. So. Das ist also wirklich ein riesen Vorteil da gewesen, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht viel mit falsch machen. So, ich selber habe dann natürlich auch vergünstigt die Produkte im Einkauf, das ist ja logisch, je nachdem, welche Stufe man erreicht. So. Also das kann jeder machen und wenn jetzt jemand sagt, ja, finde ich ganz toll solche Sachen, aber nicht mit Nahrungsergänzung, weil ich bin dem nicht so offen gegenüber, dann gibt es natürlich zig andere Möglichkeiten. Ne? Da gibt es ja, was weiß ich, was alles gibt. Es gibt LR für Kosmetik, Parfüm, wobei die auch mittlerweile Nahrungsergänzung dabei haben. Es gibt irgendwie, ja, Tupper ist ja ganz bekannt, das kennt ja jeder noch, das ist ja noch das ganz klassische. Thermomix ist im Prinzip ja auch so ein bisschen auf diese Sache ausgelegt und. Muss man dann einfach für sich googeln. Die Prinzipien sind oftmals gleich, es unterscheidet sich halt eben nur manchmal in den Voraussetzungen. Ja, das ist also so gesehen die zweite Säule und da bin ich auch immer offen, vielleicht nochmal ein zweites dazuzunehmen, wenn sich mir irgendwas über den Weg läuft, solange es natürlich nicht sich mit Natura Vitalis überschneidet. Also ich würde jetzt keine andere Network-Firma nehmen, die auch Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Das ist unseriös, das macht keinen Sinn und das würde ich auch nicht tun. Aber was weiß ich, wenn jetzt irgendwann mal jemand was, keine Ahnung, was macht. Damals hatte ich mal hier dieses Dressplaner mit Modesachen, das hat sich aber leider anders entwickelt, die haben sich anders aufgestellt, das war nicht mehr so, da muss man wirklich jetzt diesen Partyverkauf machen und mit irgendwie Video, fast wie Teleshopping und das war dann einfach nicht mehr mein Konzept, aber sowas in der Art, wenn es irgendwas ist, was ich selber eh konsumiere oder wo ich Spaß dran habe, ja warum nicht, also da bin ich auch so, dass ich nicht sage, nein, ich bin auf eins festgelegt, so. Ja, und dann die dritte Säule quasi, das ist eigentlich auch so wirklich das ja, hauptsächliche sage ich jetzt mal so. Und was ich eigentlich damals machen wollte, das ist eben die Sache mit Texte und alles, was im Internet so geht. Bei den Texten ist es so, also im Prinzip kann jeder wirklich auch da als Quereinsteiger mit Texte schreiben Geld verdienen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Es gibt verschiedene Portale. In der Regel ist es so, ihr registriert euch dort, müsst aber dann erst einen Probetext dorthin schicken und werdet dann eingestuft, weil meistens richtet sich das nach verschiedenen Stufen. Auch der Auftraggeber kann dann sagen, so, ich brauche einen sehr hochwertigen Text, da kommen für mich nur wirklich sehr, sehr gute Schreiber mit einwandfreier Grammatik, keine Fehlerquoten und so weiter in Frage. Oder ja, es darf eine Stufe tiefer sein oder ach, ist nicht so ganz wichtig, ich brauche nur Content für meine Seite, so salopp gesagt. Ne, da gibt es also verschiedene Stufen von 1 bis, je nachdem, das ist auch verschieden bei manchen, bei den Portalen. So, und man schickt also so eine Art Bewerbungstext oder Probetext dahin, der wird dann dort geprüft und dann wird man eingestuft und ab dann kann man in diesen Stufen quasi Texte schreiben. Und zwar gibt es da so Auftragspools, da kann dann jemand, der selber einen Text braucht, kann dann reinschreiben, macht dann Briefing fertig und schreibt dann, ich brauche zum Beispiel sowas wie einen Blog-Eintrag zum Thema CBD zum Beispiel. Habe ich also auch schon was drüber geschrieben, logischerweise, weil ich es auch vertreibe, fand ich dann solche Sachen spannend, bin da dann auch im Thema drin und kann dann den Text relativ zügig schreiben, weil ich auch nicht viel Recherche brauche, weil vieles einfach schon so sitzt. So sowas eben, oder Kreuzfahrten, da habe ich ganz viel auch extern schon Kundschaft gekriegt, die von mir Texte genommen haben zum Thema Kreuzfahrten. So, also es geht ja auch, ihr könnt euch dann auch nach und nach was aufbauen, könnt das in Social Media oder so bewerben oder Mund-zu-Mund-Propaganda oder Aushänge machen, auch bei euch in der Gegend hier, ich schreibe Texte, was auch immer, ne? Blogtexte, wenn ihr euch darauf spezialisiert oder Produktbeschreibung oder ich mache alles querbeet, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. So, aber zurück zum Portal. Also da, wie gesagt, stellt jemand dann ein, ich brauche, bleiben wir bei dem Beispiel, einen Text über CBD. Ich möchte da drin haben, was ist CBD überhaupt? Ich möchte das, den Text irgendwie gegliedert haben oder was, da kann der Kunde dann sonst was angeben, was der alles will. So, man selber kann sich diese Aufträge dann angucken, kann das anklicken, sofern das die Stufe entspricht, in der man ist. Also darunter oder eben bis seine Stufe, aber die halt nie höher. So, und kann dann entscheiden, ja, gefällt mir, möchte ich schreiben, dann kann man das anklicken, dann hat man den Auftrag angenommen, muss natürlich gucken, der Kunde hat natürlich auch angegeben, soll in 2 Tagen fertig sein, soll in 10 Tagen fertig sein, so, da müsst ihr natürlich darauf achten, was ist da und schafft ihr das in der Zeit, so, dann schreibt ihr den Text, gebt den quasi ab, das geht auch alles über das Portal, so, und entweder ist der Kunde zufrieden oder der Kunde hat Änderungswünsche, weil ihr vielleicht irgendwas aus dem Briefing nicht richtig umgesetzt habt oder irgendwas ist. So, und dann muss man gucken, wenn ihr dann das Gefühl habt, das ist jetzt unberechtigt und das war gar nicht gefordert und der will jetzt im Nachhinein was, dann kann man sich mit dem Portal selber in Verbindung setzen und die sind dann auch Vermittler. Ich hatte einmal bisher toi 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 nur sowas und das hat super dann geklappt. Die haben sich da super mit auseinandergesetzt und dann habe ich auch mein Geld für den Text gekriegt und alles war gut. So, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn ihr externe Kunden habt, zum Beispiel, ich habe letztes Jahr eine ganze Zeit lang einen sehr großen Auftrag auch wieder zum Thema Kreuzfahrten gehabt. Da musste ich halt die Rechnung immer selber schreiben. Das habe ich alles hier gemacht. Ich musste die Rechnung stellen. Ich musste natürlich auch darauf angewiesen sein, dass der Kunde seine Rechnung auch bezahlt. Hat alles zwar wunderbar geklappt, das kann aber natürlich auch mal umgekehrt sein. Ne? Gerade wenn man externe Kunden hat und dann hat man halt kein Portal, wo man schreiben kann und sagen, hier, ich habe über euer Portal den Text, der Kunde hat den gekriegt nachweislich, was ist da los? So. Das hat man dann nicht, aber dafür kann man da natürlich auch ganz andere Preise, Wortpreise verlangen. Ne? Weil das sind die Sachen, wo man besser Geld verdienen kann. Ja, müssen wir ehrlich sein. Also über die Portale, wo alle noch mitverdienen, ist der Wortpreis natürlich relativ gering. Und wenn man dann noch in der niedrigen Stufe ist, muss man immer abwägen. So, aber da kann man sich immer rantasten und da hat man immer mal zwischendurch was. So, da bin ich also auf verschiedenen Portalen, da kann man gucken und das machen. Es gibt zum Beispiel auch eine Sache, da kann man dann selber Texte, die man selber schreibt, reinsetzen. Und wenn dann einer den Text anliest und sagt, oh, das ist gut, kann er den selber kaufen. Das heißt, da könnt ihr schon eigene Texte, die ihr geschrieben habt, oder auch Gedichte oder Rezepte, wenn ihr selber gerne kocht und macht da eigene kreative Gerichte. Das kann man da alles zum Kauf anbieten. Und dann, wenn man Glück hat, wird es einfach irgendwann mal gekauft. Das liegt da quasi. Und wundert euch, also ich habe damals, als ich damit dann angefangen bin, Anfang 2018 mal so die ersten Texte eingestellt und es war so, dass im letzten Jahr sogar mal ein Text verkauft wurde, den ich ganz zu Anfang meiner Zeit geschrieben hatte. Es war halt ein relativ zeitloser Text, das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt irgendwie was hat. Ich habe zum Beispiel auch mal Texte über die neuen Corona-Regeln damals, als die Kreuzfahrten wieder losgingen, habe ich mal was TUI Cruises oder so geschrieben. Das ist weggegangen, wäre das natürlich nicht weggegangen und die Regeln ändern sich alle immer wieder, dann ist so ein Text natürlich irgendwann mal nicht mehr aktuell und der wird da liegen bleiben und wird sich nicht verkaufen. Aber wenn ihr so zeitlose Sachen habt, so allgemeine Sachen habt, dann kann es auch mal sein, dass ihr 2 Jahre nichts gehört habt von dem Text und auf einmal heißt es,
kriegt ihr eine Mail und da steht, ihr Text wurde verkauft und dann guckt ihr, ach Gottchen, ja, der war ja auch noch da. So, also da habt ihr auch eine Möglichkeit, wirklich mal selber, wenn ihr einfach was schreiben wollt oder Lust drauf habt, das dann dahin zu stellen und zu sagen, vielleicht will es ja jemand. So, passiert öfter, als ihr denkt. Also es ist wirklich, ich hätte das nicht für möglich gehalten damals, als ich angefangen bin. Gebe ich ganz ehrlich zu. Also da war ich erstaunt und positiv überrascht. So, was ihr da dann auch noch machen könnt. Ihr könnt ja nicht nur Texte an sich verkaufen. Vielleicht möchtet ihr auch ein ganzes Buch schreiben. Auch das habe ich gemacht. Das war damals eigentlich eher so meine Übung für mich, um zu gucken, wie ist es, wenn ich jeden Tag mal was schreibe und wenn ich mal versuchen muss, so ein bisschen nach einem bestimmten Konzept oder für ein bestimmtes Thema nur zu schreiben. Klappt das dann genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie mal einen Reisebericht oder einen Bericht von unseren Fanclub-Aktivitäten schreibe? Und da habe ich einfach, weil ich selber ja sehr stark unter Flugangst gelitten habe, bis 2016 mich in keinen einzigen Flieger getraut habe, und das Ganze dann angegangen bin und überwunden habe, habe ich dann diese Geschichte, Mein Weg aus der Flugangst, so heißt das Buch auch, geschrieben und einfach festgehalten, was war, wie war das bei mir, was habe ich gemacht. Immer aber auch gepaart mit Tipps, mit wo findet man zum Beispiel gute Austauschmöglichkeiten, welche Foren gibt es, welche Möglichkeiten gibt es neben teuren Seminaren, die man ja überall machen kann, zum Beispiel bei Lufthansa und Co. Was kann man noch für Möglichkeiten ausschöpfen, um erstmal zu gucken, kommt man selber raus? Ich habe es zum Beispiel geschafft ohne ein teures Seminar am Ende, obwohl ich dem Seminar sehr aufgeschlossen gegenüberstand. So, und all das habe ich also wirklich in eine Art Sachbuch verpackt. Ja, und dann sagten doch einige, die Freunde sagten, nein, Mensch, veröffentliche doch. Ich würde das sogar mal lesen, ich finde das spannend. Und ich sehe, ja, das kaufe ich bei keiner Autorin in dem Sinne. Und wenn ich das jetzt an irgendeinen Verlag schicke, die haben bestimmt nicht auf mich gewartet. Und ich habe auch mit Lektorat und sowas, habe ich ja keine Ahnung von. Und dann hat es mich aber nicht losgelassen und ich habe gedacht, ja gut, Text habe ich ja auch was gefunden. So, und das ist halt so. Natürlich gibt es auch da wieder Möglichkeiten in der heutigen Zeit und das ist Self-Publishing. Da gibt es ja verschiedene Seiten, wo man es dann machen kann. Ich habe dann ePubli gefunden, fand das gut. Ihr könnt dort also euer Manuskript oder euer Buch, so gesehen, eure Buchdatei hochladen, könnt auch ein Cover kreieren. Habt auch die Möglichkeit, Geld zu investieren und zu sagen, ne, ihr nehmt euch da jemanden, der euch das Cover da designt oder ich glaube sogar einen Lektor könnt ihr euch da nehmen, der das nochmal macht, wenn ihr jetzt wirklich autorenmäßig richtig durchstarten wollt und das euer Hauptziel, Hauptberuf werden soll, ist das vielleicht sinnig. Ich habe gesagt, naja, mach erstmal hoch und guck mal. So, und das hat mich dann nichts gekostet, außer die Zeit, das zu machen. Und ja, dann war mein erstes Buch veröffentlicht. Und es ist so, ihr könnt es dort bestellen, man kann es aber auch über Amazon bestellen, man kann es sich zum Beispiel zu Thalia schicken lassen. Und es werden keine Kosten für euch fällig, wenn ihr das Buch nicht selber für euch nach Hause bestellt. Also ich habe mir natürlich auch ein paar Exemplare hierher bestellt. Erste schon mal allein, um zu sehen, wie ist denn der Druck, wie sieht das überhaupt aus. So, und dann halt, um mal hier was zu haben, wenn mal einer was möchte. So, die würdet ihr bezahlen, aber auch nur anteilig. So, wenn jetzt aber jemand, wenn ihr jetzt sagt, was weiß ich, jetzt in der Zeit, wo Corona war, das eine Jahr, da ist fast gar nichts gelaufen, logisch, weil niemand hat sich da mit Flugangst beschäftigt, weil die meisten wollten eh nicht fliegen, vieles ging auch gar nicht, da war das wirklich totes Kapital in Anführungsstrichen. So, ist natürlich blöd, wenn man zum Beispiel irgendwo gebunden ist, wo man vielleicht eine bestimmte Summe X immer bezahlen muss oder bestimmte Bücher zu Hause liegen hat und die schon vorfinanziert hat oder was auch immer, braucht ihr da nicht. Ihr könnt da ganz einfach, quasi das Buch hochladen, habe dann die ISBN-Nummer dazu, macht dann irgendwo mal Werbung. Ich habe auch da natürlich entsprechend Social Media was oder so. So, und wenn das einer kauft, dann wird es dann gedruckt und bin 3-4 Tage dorthin geschickt. Und dann bekommt ihr eure Provision. ePubli behält natürlich einen Teil ein. Wenn es noch einen Drittanbieter gibt, wo das bestellt wurde, zum Beispiel jemand hat es über Amazon bestellt, dann ist eure Provision noch ein bisschen kleiner, weil die natürlich auch dann wieder was bekommen. So, aber ihr bezahlt nichts, sondern ihr kriegt immer nur. Wenn sich nichts verkauft, kriegt ihr nichts. Wenn sich was verkauft, kriegt ihr halt eure anteilige Provision. Und die habt ihr ein bisschen auch selber in der Hand, weil es richtet sich natürlich danach, wie ist der Verkaufspreis. Und den legt ihr selber fest. So. Von daher auch eine ganz coole Sache, gerade wenn vielleicht jemand sagt, ich wollte schon immer mal ein eigenes Buch machen, sei es ein Kochbuch oder irgendwas. Ihr könnt da auch E-Books machen und so weiter. Das habe ich eben noch nicht so geschnallt. Will ich vielleicht demnächst mal in Angriff nehmen, das Ganze auch als E-Book zu machen. So, also das ist auch noch eine Möglichkeit, beim Schreiben Geld zu verdienen, ohne groß was zu investieren. Dann bin ich einfach noch bei ganz vielen Plattformen, wo es wirklich so drum geht, man kann Umfragen machen, man kann verschiedene Aufträge gibt es dann da, so wie irgendwie mal
Bei Clickworker bin ich da, das ist eine Plattform, da kann man auch unter anderem Texte schreiben, da muss man sich dann aber entsprechend noch qualifizieren. Aber es gibt dann auch so Sachen wie irgendwelche Tonaufnahmen zu machen. Zum Beispiel habe ich da mal was für Siri gemacht, dieses Hey Siri, mussten dann verschiedene Texte, die vorgegeben waren, eingesprochen werden und dann wurde das abgeschickt und so weiter. Ja, also eigentlich alle solche Dinge, da gibt es im Internet einfach so vieles, wo man, ja, wo man sich einfach was dazu verdienen kann oder was man damit reinnehmen kann. So, und von daher schaut einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, was liegt euch da? Guckt einfach auch mal in so Gruppen, wo sowas angeboten wird. Bei Facebook und so gibt es ganz viele, auch Network und so. Klar, da ist auch viel, ich sag mal, ich sag's jetzt mal salopp, Mist drin. Aber eben auch vieles, wo man vielleicht einfach mal reingucken kann und wo man sagt, ja, das ist gar nicht so schlecht und das macht in Teilen sogar Spaß. So, und da bin ich auch immer offen für Neues, weil es kommt laufend Neues. Es ist ja, es wird alles digitaler, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Jetzt habe ich irgendwo was gehört, es gibt jetzt sowas ähnlich, wie ich es mit Texte mache, das aber dann mit Videos, die man da macht, dass man nicht selber jetzt irgendwie wie ein Influencer ist, sondern dass man einfach die Produkte zwar macht, aber die Firmen dann diese Videos nutzen. So, und man selber kommt gar nicht drin vor, zumindest nicht namentlich, wenn man natürlich im Video auftaucht, ja, aber ne, so solche Sachen alles. Also es gibt immer wieder neue Sachen und ja, das ist also so meine dritte Hauptsäule mit den Untersäulen eben, dass ich sage auch sowas wie ja, diese Aufnahmen dann mal fragen und umfragen und. Ja, wie ihr seht, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich bin da sehr bunt aufgestellt. Das hat auch bestimmte Gründe, warum das so für mich ist. Das kommt dann, wie gesagt, in dem dritten Video, wo es generell so ein bisschen um das Thema Selbstständigkeit, Vor- und Nachteile und so weiter geht. Ja, aber für jetzt ist dieses Video, was ja auch schon extrem lang ist, wer durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das durchgehalten habt, habt ihr auch die Muße, euch selbstständig zu machen. So, oder vielleicht auch geskippt habt, weil ihr gesagt habt, mich hat nur das eine oder andere interessiert. So, dann habt ihr jetzt vielleicht selber Ideen bekommen. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Gewisse Links kommen in die Infoboxen. Und ich versuche jetzt auch, dass die anderen beiden Videos dann auch zeitgleich da sind. Falls ihr da noch Infos haben müsst, findet ihr die halt auch hier auf dem Kanal. So, und dann sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Video. Entweder eben das zweite zu diesem Thema oder vielleicht auch in einem ganz anderen Video, da wo wir uns dann mal wiedersehen.